Jeder dritte Zug im Fernverkehr kommt momentan unpünktlich an. Und die Kundenzufriedenheit bei der Bahn sinkt seit Jahren. Es ist gut, dass sie uns von A nach B bringen, ne? Aber schon oft Verspätung und Verzögerung. Ist halt jedes Mal ein Abenteuer. Nicht immer sehr verlässlich, man plant schon Verspätung ein. Die Kunden scheinen sich damit abgefunden zu haben. Man erwartet gar nicht mehr, irgendwo pünktlich anzukommen. Und dennoch wird der Vorstand mit einer Bonuszahlung belohnt. Dürfen die das? Für das Jahr 2022 sollen etwa 5 Millionen Euro Bonuszahlungen an 9 verantwortliche Vorstandsmitglieder der Deutschen Bahn AG fließen. Aber wofür? 2 von 5 Bonuszielen, Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit, sind nicht erreicht worden. Und dabei ist doch das Qualitätsmerkmal Pünktlichkeit so wichtig. Denn ich habe etwas Unfassbares gehört. Die Qualität der Deutschen Bahn ist so schlecht, dass die Schweiz die ICEs nicht mehr ins Land lässt. Zumindest wenn sie verspätet ankommen. Also die Züge werden dann kurz nach der Grenze ausgesetzt und man steigt in Züge der Schweizer Bundesbahn ein. Und ob die das wirklich so krass durchziehen, das will ich rausfinden. Deshalb fahre ich nach Bern, natürlich mit der Bahn. Los geht's am Hamburger Hauptbahnhof. In Frankfurt muss ich umsteigen, dann nach Mannheim und von dort nach Basel. Ab da geht es dann mit der Schweizer Bundesbahn weiter. Geplante Reisezeit 9 Stunden und 28 Minuten. Den Hamburger Hauptbahnhof haben wir mit einer Verspätung von etwa 8 Minuten verlassen. Fängt ja schon mal gut an. Seit 2 Jahren ist jeder dritte Zug der Deutschen Bahn im Fernverkehr zu spät. Und trotzdem wird eine Erfolgsprämie an den Vorstand gezahlt. Markus Engert hat zusammen mit weiteren Journalisten Details zum Vergütungssystem der Deutschen Bahnvorstände recherchiert, die bis vor kurzem geheim waren. Und dieses Modell wurde so bis Ende 2023 angewendet. Die Deutsche Bahn ist ein Riesenkonzern. Und nicht alles läuft gut. Und deswegen wächst da natürlich mit der Zeit auch eine Unzufriedenheit. Also wir mussten viele Menschen treffen, mehrmals uns treffen, Vertrauen aufbauen und auch sozusagen erstmal verstehen, was wir da in die Hand bekommen. Wenn du ein Vorstand bist bei der Deutschen Bahn, dann hast du sozusagen, sagen wir, das ist dein Gehalt, ja? Und ungefähr ein Drittel davon ist fix. Die weiteren 2 Drittel des Gehalts werden durch mögliche Bonuszahlungen vergütet. Es gibt insgesamt 5 Ziele zu erreichen. Die ersten beiden Ziele, Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit, hat die Bahn nicht erreicht. Dafür wurden die anderen 3 Ziele, Mitarbeiterzufriedenheit und Frauen in Führung, das Geschäftsergebnis sowie bei Richard Lutz, dem Vorstandsvorsitzenden der Bahn, die CO2-Einsparung übertroffen und nicht nachvollziehbar mit bis zu 200% vergütet. In konkreten Zahlen gesprochen, ja, wenn du der Vorsitzende der Deutschen Bahn wärst, Richard Lutz, dein Fixgehalt wären ungefähr 968.000 Euro. Und an Bonuszahlungen kommen insgesamt nochmal zusammen so ungefähr 1,26 Millionen Euro. Du siehst, wenn diese Überkompensation nicht möglich wäre, dass man Bereiche, wo es nicht läuft, mit anderen Bereichen überkompensieren würde, dann würden diese Zahlen nicht zustande kommen. Und das ist das, was am Ende die Skepsis auslöst und was am Ende auch häufig auf Kritik getroffen ist. Das ist ja ein Konzern, der gehört dem Staat, ja? Dass dann Leute hingehen und sagen, 0% hier, 0% da, das läuft nicht so gut mit deinem Bonus und wir übergewichten dann andere Bereiche. Also wenn man das schon macht, finde ich, muss das öffentlich passieren, damit wir alle, die am Ende mit unseren Steuern dafür sorgen, dass dieser Konzern, wenn er in Schieflage gerät, auch sozusagen vom Staat gestützt wird, dann müssen wir das nachvollziehen können und nachlesen können. Und das war bisher nicht der Fall. Zurück zu meiner Reise in die Schweiz. Ich bin kurz vor Frankfurt. Die 8 Minuten Verspätung sind wieder aufgeholt und meinen Anschluss nach Mannheim sollte ich auch bekommen. Doch dann das. Leider habe ich hier aktuell Stand jetzt keine weiteren Informationen für Sie. Aufgrund einer Oberleitungsstörung bzw. aufgrund der Witterungsbedingungen wegen vereister Oberleitung sind beide Strecken in Richtung Mannheim aktuell gesperrt. Ein krasser Wintereinbruch stoppt mich erstmal. Auf dem Frankfurter Hauptbahnhof herrscht ziemliches Chaos. Viele wissen nicht, wie es weitergeht. Züge fallen aus oder sind stark verspätet. Also, die nächsten 2 Verbindungen fallen wohl aus. Um 18.06 Uhr soll wohl aber ein ICE fahren, dann nochmal Richtung Basel. Das hat mir auch gerade ein DB-Mitarbeiter am Counter bestätigt. Wenn das so ist, dann wäre es ja nicht so schlimm. Ne? Dann würde man jetzt hier 45 Minuten warten und dann geht es doch weiter. Ganz so schnell geht es dann doch nicht. Erst nach 1,5 Stunden fährt der Zug los. Die Störung an der Oberleitung scheint behoben. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr umsteigen und kann bis Basel durchfahren. Dachte ich zumindest, denn in Mannheim heißt es erstmal warten. Ja, und jetzt geht es aber auf einmal doch nicht weiter, weil es gibt keinen Lokführer. Der hat anscheinend hier Feierabend und jetzt gibt es niemanden, der uns weiterfahren kann. Als Begründung schreibt die Bahn dazu: Unter diesen Extrembedingungen waren immer wieder technisch bedingte verlängerte Aufenthalte von Zügen in Bahnhöfen erforderlich.
mussten Fahrtverläufe neu geplant und Personal kurzfristig umdisponiert werden. Zeit, mit jemandem zu sprechen, der uns die Bonuszahlungen noch etwas genauer einordnet. Ich glaube, über Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit müssen wir gar nicht sprechen, weil die Ziele nicht erreicht. Genau. Die Ziele Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit wurden eben nicht erreicht. Dafür hat es dann auch keine Bonuspunkte gegeben. Aber man konnte sie eben in diesem Bonussystem der DB ausgleichen, dadurch, dass man die Ziele erreicht hat bei Mitarbeiterzufriedenheit und bei der Frauenförderung. Wobei eben gerade bei der Mitarbeiterzufriedenheit wohl die Ziele auch wenig ambitioniert gesetzt waren. Ich glaube, es ging darum, dass es sich nicht verschlechtern darf. Und dieses Ziel beinhaltet auch Frauen in Führungspositionen. Und auch dieses wurde nur um 1 Prozentpunkt überschritten. Leider sagt die Bahn dazu nichts, denn zu Aufsichtsratsangelegenheiten, dazu gehören auch Gehaltszahlungen an den Vorstand, äußern wir uns offiziell nicht. Der nächste Bonus wurde für das gute Geschäftsergebnis ausgezahlt. Die DB befindet sich im insgesamt finanziell in einer sehr angespannten Lage. Und die beiden letzten Jahre wurde der Konzern dadurch gerettet, dass Schenker eben einen überraschenden Sondergewinn gemacht hat. Kurz zur Erklärung. Schenker ist das Logistikunternehmen der Deutschen Bahn und hat wie so ziemlich jedes Logistikunternehmen während Corona extreme Gewinne eingefahren. Und das hat also diesen Bonus gerettet, während eben alle anderen Sparten teilweise furchtbare und blutrote Ergebnisse geschrieben haben. Dann gibt es immer noch ein fünftes Ziel oder ein individuelles Ziel, ne? Richtig? Man könnte jetzt Herrn Lutz als Beispiel nehmen, der bekommt noch mal einen extra Bonus für die CO2-Reduzierung. Genau, also ein Teil der CO2-Ziele der Deutschen Bahn werden dadurch erreicht, dass sie auch CO2-Zertifikate kauft. Das heißt, dass sie gar nicht selber einspart, sondern eben einfach nur Geld ausgibt und dafür eben rechnerisch Ziele erreicht. Das machen auch andere Unternehmen. Aber eigentlich müsste man sowas bei der Bonusberechnung rausrechnen. Und soweit wie ich das gesehen habe, ist das nicht der Fall. Auf diese Kritik antwortet uns die Bahn Folgendes. Für das Erreichen des DB-Klimaschutzziels 2040 kauft die DB aktuell keine Kompensationszertifikate ein. Daher werden diese auch nicht im integrierten Bericht ausgewiesen. Und auf Nachfrage gab es folgende Antwort. Für das Erreichen des DB-Klimaschutzziels 2040 hat die DB auch 2022 keine Kompensationszertifikate eingekauft. Ein DB-Curry und 45 Minuten später fährt mein Zug mit neuem Lokführer endlich weiter Richtung Schweiz. Doch nach 20 Minuten ist schon wieder Schluss, denn ein Güterzug ist vor uns liegen geblieben. Wir werden hier also noch einige Minuten stehen. Wie lang es genau geht, kann ich leider noch nicht sagen. Es soll wohl dann irgendwann stockend weitergehen. Endlich in der Schweiz. So, es ist geschafft, zumindest in Basel bin ich schon mal. Und es soll noch einen Zug geben, der jetzt noch nach Bern fährt. Also und zwar von der Schweizer Bundesbahn. Mit 3,5 Stunden Verspätung komme ich endlich um 1 Uhr nachts in Bern an. Ja, es gab einen Wintereinbruch, dafür kann die Deutsche Bahn nichts. Aber genervt und völlig fertig bin ich trotzdem. Die Schweiz ist das Bahnvorzeigeland Europas. Jeder Bürger fährt im Durchschnitt 2400 Kilometer im Jahr mit der Bahn. Das sei Weltrekord. Die Pünktlichkeitsquote liegt bei 92% im Jahresdurchschnitt, also auch im Winter bei Eis und Schnee. Bei uns sind es 65%. Dr. Peter Füglisthaler ist seit 14 Jahren Direktor des Schweizer Bundesamts für Verkehr und hat auch selber viele Jahre bei der Schweizer Bundesbahn gearbeitet. Aber sind die Schweizer wirklich so extrem und lassen deutsche Züge nicht mehr ins Land? Ja, selbstverständlich. Also, wir haben einen Taktverkehr in der Schweiz. Jede halbe Stunde ein Zug. Und auch in Basel nehmen wir gerne einen deutschen Zug in unser Taktsystem. Aber dann muss er pünktlich ankommen. Und wenn das nicht erfüllt ist, ja, dann gibt es ein Sammelbecken. Man stellt die Züge ab, macht da einen Bruch in der Kette, um die Pünktlichkeit in der Schweiz hochzuhalten. Wow, das, was ich gelesen habe, stimmt tatsächlich. Die Schweiz duldet keine verspäteten Züge mehr aus Deutschland. Aber irgendwie verständlich. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass Sie auch der Deutschen Bundesbahn mit Rat zur Seite stehen würden. Was wäre denn Ihr Rat? In einer Krise ist es von Vorteil, wenn das Management nicht immer nur Botschaften senden, sondern einfach mal hören, wo ist das Problem, was ist falsch, was habe ich dir als Manager, was habe ich dir nicht gegeben.
Und dann muss man versuchen, eben diese Hinderungsgründe zu beseitigen. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es bei der Deutschen Bahn viele Punkte gibt, die nicht ganz so gut laufen. Können Sie verstehen, dass viele Leute in Deutschland mit diesen 5 Millionen Bonuszahlungen nicht ganz so einverstanden sind? Ja, selbstverständlich. Die Emotionalität ist natürlich unglaublich hoch. Und das ist, nachvollziehbar. Also, wieso gibt es auch Bonus bei schlechter Leistung? Das versteht wirklich niemand. Das muss sich jeder Manager auch immer überlegen. Die Löhne sind ja sowieso fantastisch, man braucht es ja gar nicht. Und manchmal einfach von sich aus sagen, ich verzichte darauf, dann gewinnt man unglaublich viel an Glaubwürdigkeit. Und das fehlt mir manchmal bei den Managern, sich einfach zurückzunehmen und sagt, ich verzichte. Mit diesen Erkenntnissen fahre ich jetzt nach Berlin. Morgen früh treffe ich dort ein Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bahn AG. Die einzige Möglichkeit, Berlin pünktlich zu erreichen und ein wenig Schlaf zu bekommen. Der Nachtzug. Also es ist jetzt 21.13 Uhr. Ich bin morgen um 7.30 Uhr in Berlin. Also pünktlich für alle Interviews. Hoffe ich doch. Leider gab es keinen Platz im Schlafwagen mehr. Aber die nette Zugbegleiterin hat mir dieses Abteil extra aufgeschlossen. Hier, total cool. Er hat mir ein Kopfkissen, eine Decke, sogar einen Laken hat die mir noch gebracht. Voll süß. Richtig nett. Schnell noch die Sitze umklappen und fertig ist das Bett. So, jetzt aber gute Nacht. Und tatsächlich, um 7.30 Uhr bin ich pünktlich in Berlin. Stefan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen und Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bahn. Von ihm möchte ich wissen, wieso diese Bonuszahlungen an die Vorstände gezahlt wurden. Diese Verträge sind noch von der alten großen Koalition damals und dem dortigen Aufsichtsrat mit dem Vorstand geschlossen worden. Das heißt, der Vorstand hat einen Anspruch drauf. Wurde sowas dann mal besprochen, sowas wie diese Bonuszahlungen und wie das ankommt in der Gesellschaft? Das war Thema und das hat natürlich auch Raum eingenommen. Aber dass dann der Vorstand sagt, so, nee, wir treten davon zurück oder wir nehmen das nicht an, das war nicht der Fall? Das ist offensichtlich nicht der Fall gewesen. Können Sie aber irgendwie den Unmut der Gesellschaft absolut darauf verstehen? Ich bin da selbst Teil dieser Gesellschaft. Die Bahn, insbesondere die Schieneninfrastruktur, das ist Daseinsvorsorge, das ist Gemeinwohl, das gehört uns allen. Da verstehe ich nicht nur die Gesellschaft, da verstehe ich jeden einzelnen Fahrgast, der sagt, Leute, das ist hier aber eine nicht so gute Veranstaltung, um das freundlich zu sagen. Aber wir haben jetzt als Aufsichtsrat uns, als neuer Aufsichtsrat, uns das Thema auf den Tisch gezogen. Und wir haben deswegen gesagt, ja, okay, die Vergütungssysteme, die müssen wir anpassen. Und das haben wir auch getan. Seit diesem Jahr wurde das Vergütungssystem tatsächlich geändert. Wohl auch aufgrund der Kritik aus der Bevölkerung. Im neuen System hast du sozusagen so eine Kappungsgrenze. Das heißt, du hast diese 5 Ziele. Und wenn 3 von den 5 nicht erreicht werden, dann werden nur noch 50% ausgezahlt. Und jetzt gehst du hin und sagst, Kundenzufriedenheit, Pünktlichkeit klappt eh nicht. Wenn nur ein Dritter nicht klappt, dann wird es schon enge, also dann wird nur die Hälfte ausgezahlt. Aber auch das Verhältnis Festgehalt zu Bonuszahlungen hat sich geändert. Nun sind es 50% Festgehalt anstatt ein Drittel. Und noch etwas fällt auf. Was im neuen System schon ein bisschen irritierend ist, diese Ziele, die jeder erfüllen muss, die werden nochmal auseinandergespalten in kurzfristige und langfristige Ziele. Aber die Bereiche Kundenzufriedenheit und Pünktlichkeit, die finden sich in den langfristigen Zielen im neuen System nicht. Und das finde ich da gar nicht auf. Die sind in den kurzfristigen Zielen drin, aber die sind nicht in den langfristigen Zielen drin. Und das ist schon ein Fragezeichen, finde ich. Wie wir gerade gehört haben, Verträge sind Verträge und müssen eingehalten werden. Die Bonuszahlungen dürfen Sie also bekommen. Man könnte nur an die Moral der Manager appellieren, auf diese zu verzichten. Dass die Deutsche Bahn ihr Augenmerk wieder auf das Allgemeinwohl richten sollte, das sehen, glaube ich, viele so. Übrigens schrieb uns die Bahn noch Folgendes. Uns ist bewusst, dass wir in Sachen Pünktlichkeit jedoch deutlich besser werden müssen. Dies ist nur über einen konsequenten Ausbau der Infrastruktur zum Hochleistungsnetz zu erreichen. Zumindest wird diesen Sommer ein Anfang gemacht. Erste Strecken werden generalsaniert. Ein Schritt in die richtige Richtung. Eine schnelle Verbesserung wird es allerdings nicht geben.